Mich hast du wohl nicht erwartet, ne? Basilio. Oder wusstest du schon, dass ich angekommen bin? Oh, woher denn? Keine Ahnung. Es handelt sich um Basilio de Brito. Um den Vetter. Luisas Vetter. Ein Potz. Spielt sich auf wie Weißt du, dass er in Luisa verliebt war? Ja, niemand weiß es, auch George nicht. Sie wollten heiraten. Ein Leben ohne dich kann ich mir nicht mehr vorstellen. Komm, lass uns fliehen. Ich nehme dich mit bis ans Ende der Welt. Zeit ab. Neulich alle Papiere in den Müll gewandert sind. Aber das stimmt nicht. Was heißt? Dass ich die Briefe besitze, die Sie mit Ihrem Liebhaber gewechselt haben. Die Briefe, gnädige Frau, die kann ich erst aus der Hand geben, wenn das Brot für mein Alter gesichert ist. Wie viel wollen Sie dafür haben, Sidibe? 600 Milresch. 600? Woher soll ich denn die 600 Milresch nehmen? Das ist Ihre Sache. Aber jetzt ist meine Stunde gekommen. Und bei Gott, ich werde sie nützen. Sie denn, was bilden Sie sich ein? Dass ich mich schikanieren lasse? Dass ich mir befehlen lasse von dieser Hure? Was sind das für Zustände in diesem Haus? Gib mich in der Hand. Ein Wort von mir. George ahnt nicht das geringste entsetzliche Sebastian. Man muss hier die Briefe wegschmeißen. Ich spreche in vollem Ernst. Wenn sie ihren Mann betrogen hat, muss sie sterben. Das ist eine Frage der Ehre.